Willkommen zur zweiten Staffel Subsistence. Gestern kam die HIOS-Botschaft von meiner Seite, Safe Game weg. Einige haben es schon gelesen unter meinen Let's Plays von letzter Woche. Ich habe das noch kommentiert gehabt bei Subsistence. Alles weg. Naja, wir nutzen jetzt einfach die Chance. Wir machen einfach weiter und werden natürlich neu starten. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Und ich habe mir überlegt, dass wir das jetzt auf Easy spielen. Wir sollten dann weniger schnell sterben. Und genau, und es steht nämlich hier schon, nur die Priorität ein bisschen mehr auf Crafting und Building steht. Und das möchte ich eigentlich machen, denn das war ja auch mein Ziel eigentlich in der ersten Folge von Subsistence. Ich starte das Spiel schon mal, die Jäger habe ich auch ausgeschalten erstmal. Könnte zum späteren Zeitpunkt, da sehe ich ja Continue from Last Save. Ach so, das ist, weil ich da kurz getestet hatte. Machen wir es so. Wie kann ich das? Clear Profile. So. Genau, auf easy, Jäger aus und wir starten. Und das war ja eigentlich das, was ich ja in der ersten Staffel ziemlich angestrebt hatte. Das Spiel ist oder war neu für mich und ich wollte ja euch eigentlich so viel wie möglich zeigen. Ich wollte so viel wie möglich craften, entdecken, schauen, was ist nützlich, was nicht. Und ihr habt es tatkräftig kommentiert. Und das war natürlich voll toll. Und jetzt haben wir wirklich die Chance, wenn wir da vielleicht nicht immer gleich abkratzen, mal das zu bauen, zu testen und vielleicht andere Sachen herauszufinden, was wir alles machen können hier. Wäre natürlich schön, wenn ihr nach wie vor da mitkommentiert und macht und tut. Ich möchte auch schauen, jetzt, ich hatte die letzten Let's Plays ja ziemlich vorproduziert, das habe ich immer wieder erwähnt. Es war auch arbeitshalber und dann krankheitshalber für mich einfach nicht möglich, ziemlich aktuell an den Let's Plays von Subsistence dran zu bleiben, damit ich auch die Sachen, nämlich, die ihr mir gesagt habt und die Tipps und Tricks, ich konnte es dann nicht unmittelbar in den nächsten vielleicht zwei Folgen schon umsetzen. Es ging dann einfach länger und ich weiß, das ist für einige ziemlich ärgerlich und das verstehe ich, dass dann echt lange Wartezeiten sind, dass ich dann über zwei, drei Folgen oder noch länger einfach die Sachen noch nicht umsetzen konnte. Aber jetzt bin ich wieder fit und wir machen das mit Facecam, wie ihr seht. Vielleicht gibt es auch Folgen ohne Facecam. Ich möchte mal schauen, wie das jetzt ankommt. Ob ihr sagt, das ist cool bei diesem Spiel oder doch besser, das stört. Oder wie auch immer, könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich bin auch der Meinung, dass Facecam nicht zu jedem Let's Play oder Gameplay passt. Also ich mache das auch nicht bei allen Spielen. Aber ich glaube, hier bei Subsistence ist das gar nicht mal so schlecht. Aber das könnt ihr beurteilen, also wie ihr wollt. Und wie gesagt, mein Plan wäre schon, dass ich muss arbeitshalber leider sicher ab und zu mal zwei bis drei Folgen vorproduzieren. Also um das rum werde ich und werdet ihr nicht kommen. Ich kann das dann auch immer ankündigen. Und ich schreibe es ja auch dann immer euch auch in die Kommentare, wenn ihr was anbringt, dass es vielleicht dann in Folge 4, 5, 6 dann erst umgesetzt werden kann. Weil es geht wirklich aus privaten Gründen, geht das echt nicht. Und aber jetzt kann ich das natürlich häufiger machen. Das wird nicht mehr so sein wie jetzt, sagen wir, die letzte Woche, wo dann wirklich das länger ging. Ich möchte da aktueller dran bleiben. Das werden wir auch packen, da bin ich überzeugt. So, es ist ja richtig schön still. Da oben ist ein Wolf. Gibt es also doch noch. Jetzt können wir in Ruhe mal was zusammenfarmen. Und ich weiß, hab's nicht vergessen, mir wurde kommentiert, macht dann bitte sofort in der zweiten Staffel die Pike. Und das werde ich tun, aber erstmal brauchen wir natürlich auch die Sachen dazu. Heißt jetzt wirklich farmen, farmen, farmen. Ich mache jetzt hier eine Tour über die Map und sobald wir genügend zusammen haben, werden wir anfangen, eine Location zu suchen oder spontan irgendwo zu bauen. Ich glaube, das ist dann fast das Beste. Ja, weil wir benötigen natürlich jetzt dann schon ziemlich. Und meine Idee wäre auch, dass wir vielleicht auf einem Stockwerk bleiben, also nicht in die Höhe bauen mit einer Treppe, noch ein zweites Stockwerk, sondern wirklich eher viele Foundations bauen und dann das halt vielleicht ein bisschen größer, als wir das letzte Mal gemacht hatten. Ja, wir brauchen Bretter und dann brauchen wir Seil und wir brauchen noch Metall. Jetzt müssen wir erstmal suchen. G
geht nicht anders. Aber wir werden jetzt einfach auch Holz mitnehmen und alles Mögliche, was wir jetzt finden. Und ich bin da guter Dinge, dass das jetzt dann hinhauen wird mit Aufwerten, mit den Sachen, die wir alles eigentlich machen wollten, noch in der ersten Staffel. Ich würde dann auch gerne, das ist jetzt zwar, es geht noch ziemlich hin, aber irgendwann dann, sobald wir sicher die Base haben, einiges schon erstellt und abgegradet haben, dass wir da gut überleben können, dass die Wasserversorgung gesichert ist, dass unser Essen gesichert ist, das ist natürlich noch ein weiter Weg, das wisst ihr alle. Aber dann möchte ich natürlich schon die Jäger dann wieder aktivieren. Das soll jetzt ja mittlerweile gehen, ohne dass wir das Safe Game verlieren. So. Genau. Wo wollen wir hin? Wir laufen einfach querfeldein, spielt keine Rolle. Ist ja auch immer, glaube ich, dieselbe Map, oder? Ja, das sieht nach aus. Mal gucken, dass wir hier noch an Pflanzen kommen. Dass wir die nicht verpassen. Da hinten ist noch eine Kiste. Bei einem schönen Bären. Und das ist mir nämlich schon bei den letzten Folgen schon aufgefallen. Wir haben zwei Sorten Bären. Also nicht Bären zum Essen, die komischen Viecher da, die todbringenden da. Dieses da. Einige sind dunkel und also wirklich ein Braunbär und wahrscheinlich ein Schwarzbär. Ich gehe davon aus, dass das nicht einen Unterschied macht beim Töten von mir. Ja, der hütet diese Kiste. Wenn das nämlich dieselbe Map ist, und das sieht ganz danach aus, würde ich natürlich jetzt gerne wieder in die Nähe von meiner alten Base-Location gehen. Und ich glaube, war die da vorne? Ich glaube, die war da. Oder nicht? Und dann mal auf der Seite, wo ziemlich früh dann die Jäger bei mir gebaut hatten, mich umschauen gehen. Und dann war ja auch noch, die eine Seite war ja echt immer sehr, sehr gut bestückt mit Materialien. Ja, das war da, hinter dem Stein, glaube ich. Dass wir dann vielleicht nämlich unsere Base ein wenig dorthin verschieben. Jetzt schaut euch mal da hinten um, 1, 2, 3 Kisten. Das ist doch schön. Da ist noch Bärchen. Und es hat Sträucher. Juhu. So, wir nehmen alles mit. Und dass wir dann vielleicht da mittendrin, wo wirklich jetzt viele Sachen sind, dass wir da dann anfangen, eine Base zu bauen. Level 3 ist der schon. Oh. Okay, jetzt gehe ich mal hier um den Stein rum. Ich glaube, das war doch hier, wo die Jäger gebaut hatten. Da waren nämlich auch immer viele Kisten, da kam ich ja nie ran. So. Oh, ich bin neugierig, wie das jetzt wird, so auf Easy Mod zu spielen, so richtig für Feiglinge passend für mich. Und wir machen gleich mal Bärensaft. So. Da ist auch noch eine. Oben hat es noch Metall. Das weiß ich gar nicht, ich habe gar nicht gelesen, ob wir unser Inventar verlieren, wenn wir sterben. Auf dem Easy Mode. Und wir machen jetzt einfach so eine Subsistence-Crafting-Staffel 2. Irgendwie sowas wird das sein. Yo. Vielleicht auch, wie stirbt man in der Staffel 2 auf Easy Mode. Da wäre noch ein Erz. Ist der weg? Ach, die zwei Kisten da. 3! 1, 2 und da drüben ist noch eine. Versuchen wir gleich zu holen, also nehmen wir das noch mit. Ja, ja, die Spitzhacke. Kommt, kommt, kommt. Brauchen noch ein bisschen Metall. So. Ich werde es jetzt trotzdem versuchen, mal noch gleich die zwei Kisten zu holen. Wenigstens eine. Wir brauchen ziemlich viele Nägel. Und wie ihr wisst aus der ersten Staffel,
wir müssen die sammeln. Könnte man dann in der Werkbank herstellen, aber das ist extrem teuer. Oh, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Meine Güte. Scheiße. Ich hoffe, dass ich das jetzt einfach ein bisschen schlauer anstelle als das letzte Mal. Vielleicht. Okay. Gut, jetzt mal gucken. Noch zwei Metall fehlt. Jetzt können wir schauen, was wir sonst noch vielleicht craften können. Seile brauchen wir, dann brauchen wir noch. Oh ja, und wir brauchen Campfire. Sticks können wir noch machen. Und dann noch Holz. Wir machen das erstmal noch. Hat es hier nicht noch eine. Ne. Ich dachte, es war eine Pflanze dann. So. Holz noch und craften wir gleich das Campfire. So. Wenn es Nacht wird, dass wir da nicht gleich schon am Arsch sind. Hier. Ach so, das ist, ja, müssen wir warten. Ist alles noch am Craften. Da hinten hat es noch ganz viele Pflanzen. Jetzt bin ich auch von meinem Weg abgekommen. Jetzt bin ich nämlich wieder zurückgerannt. Das sieht man echt fast nicht. Da waren doch zwei. Hä? Ich weiß nicht mehr. Genau, und war da nicht dann irgendwo hier, hatten wir doch gebaut. Nee. Doch, nein, ja, vielleicht. Da. Wenn es so geblieben ist wie jetzt, wie damals mit dem Spawnpunkt, dann wäre natürlich, das würde sich jetzt extrem gut anbieten, dass wir da weiter hinten, genau hier war das, dass wir da weiter hinten dann eigentlich unsere Base bauen würden, wo so viele Sachen immer gespawnt sind. Jetzt gehen wir, das war hier, wir hatten hier, hatten wir unsere, das war hier. Ja, das war hier. Wieso stehen da zwei? Doch, da vorne, klar. Hatten wir gebaut. Das weiß ich natürlich nicht. Wir schauen jetzt mal nach. Wenn natürlich nach wie vor da hinten so viele Ressourcen rumliegen, wie jetzt bei der ersten Staffel, würde ich gerne da hinten dann bauen. Wir fanden das ja dann raus, aber ich weiß halt nicht, wie da der Spawnablauf ist von den Sachen. Genau, ja, das war genau so. Wir hatten da hinten gebaut und dann hier oben, da oben hinter dem ganz großen Felsen waren ja dann die einen Jäger. Die waren ja immer ganz nett zu mir, wenn ich da vorbeiging. So. Jetzt gehen wir hier schauen. Und unser Weg führte uns ja eigentlich meistens hier durch. Da war doch der Level 5er Wolf, die sich da erinnern. Und Level 5... Für die erste Staffel nicht gesehen haben, das heißt, dass der Wolf oder der Bär, wenn der uns tötet, levelt der. Und der war mal Level 1. Ja. Das sagt schon alles. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht erklären. Jetzt gehen wir hier hoch und da... Ja, das sieht schon so aus, dass das da noch... Hat ja ganz viele Pflanzen da immer. Kisten. Könnten wir hier bauen. Ich denke, dass wir nämlich diesen Punkt werden wir immer wieder finden. Jetzt haben wir so lange die Base da unten bewirtschaftet, dass wir uns dann wissen, jetzt auskennen. Jetzt sollte das schon gehen mit der Pike. Ha! Ich hoffe, du siehst das Let's Play. Hast mir das ja geschrieben. Du musst sofort eine Pike craften. Habe ich jetzt gemacht. Nehmen wir gleich noch ein bisschen Holz mit. Und jetzt hoffe ich, dass wir dann so schnell wie möglich mindestens ein Fundament vielleicht craften könnten für ein Lagerfeuer und so schnell wie möglich dann hoffentlich das Base Command Unit, das Bärchen zu Hause da oben.
Fahrrad mitnehmen. Und wir machen gleich noch mehr Bärensaft. So. Ja, vielleicht sollten wir mal was trinken. So. Da ist auch noch eine Pflanze. Hier auch. Ja, ich denke schon, dass wir da eigentlich, wir hatten gar nicht mal so einen schlechten Standort da mit unserer Base. Nehmen wir noch mit. Da ist noch Metallkiste, Pflanzen. Ja. Sehr gut. Ich erblinde. Das ist nur so ausgesehen. Ja, ich weiß auch nicht. Okay, hier kommt uns der Wolf in die Quere. Wir riskieren nichts. Ja, wie gesagt, also eigentlich irgendwie war schon der Standort, den wir da hatten, der war gar nicht mal so schlecht. Ich staune gerade. Jetzt können wir ein Fundament setzen und jetzt muss ich gucken, wir können sogar noch eine Kiste machen. Base Command Units, brauchen wir noch Holz und dann 6 Metall. Aber wir brauchen auch noch eine Wand. Um das Base Command Unit, okay, mal schauen. Machen wir mal noch Bretter. Wir brauchen noch Seile. Ja, das heißt, wir müssen noch ein bisschen farmen. Ich krafte das jetzt einfach unterwegs schon mal. So. Sehr gut. Ich glaube, wir gehen jetzt wieder so ein Stückchen zurück. Wir benötigen Metall, 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 Metall. Holz nehmen wir auch gleich wieder mit. So. Mitnehmen und mitnehmen. So ist das gut. Hier haben wir einen schönen Überblick. Vielleicht sollten wir auch so auf eine Anhöhe bauen. Das wäre auch ganz schön. Da hinten ist eine Kiste. Ach, und grundsätzlich, die Map ist ja nicht so überwältigend groß. Okay, jetzt das Schneebiom dann, aber können wir eigentlich bauen, wo wir wollen. Das spielt doch keine Rolle. Ist ja auch immer wieder interessant, wenn wir dann so auf eine Tour gehen können und jetzt sollte echt nichts mehr passieren. Es hat deutlich weniger Tiere. Wölfe und Bären, das fällt extrem auf. Aber so können wir uns wirklich jetzt mal auf ganz anderes konzentrieren. Das finde ich jetzt echt gut. Das ist genau das, was mir eigentlich auch Spaß macht, da wirklich hier craften und bauen und können ein schönes Haus bauen. Und wenn wir das nämlich so an eine Anhöhe, zum Beispiel hier oben auf dem Felsen bauen würden, könnten wir also überlappend wie einen Balkon dann machen. Über den Felsen hinaus. Da ich ja eigentlich nur eine Ebene bauen möchte. Aber jetzt erstmal benötigen wir Ressourcen. Jetzt könnten wir eigentlich, wie ist da die Spitzhacke ziehen wir mal hier runter. Können wir sonst noch irgendwie gerade was craften? Da und dann haben wir keins. Ja, da fehlt jetzt einiges. Scheiße. Munition. So. Ich weiß gar nicht, wo wir da jetzt hin wollen. Ich würde gerne das Fundament dann erst setzen, sobald wir wirklich die Sachen beisammen haben. Die eine Wand müssen wir haben. Und das Base Command Unit. Aber sollte das Inventar vorher voll sein, werden wir es dann halt vorher setzen. Ich habe nicht mehr Schiss, dass ich es nicht mehr finde. Okay. Pärchen.
Oh Mann. So. Mitnehmen. Ist wieder alles voller. Oh, da hat's Metall. Da hinten auch. Ist da noch eine Pflanze. Mann. So. Was brauchen wir? Wir brauchen das. Ja, Wolfi steht natürlich dort. Sind mir recht, ist da unten, hatte es noch ziemlich viele Pflanzen. Oh, der Kiste. Cool. Oh. Jetzt fehlen uns noch zwei Metall. Und für die Wand hätten wir. Jetzt craften wir die Wand. Das haben wir. Wir haben ein Fundament, wir haben eine Kiste, jetzt haben wir gleich dann noch die Wand und dann benötigen wir noch zwei Bretter und zwei Metall. Ey, das klappt ja, das ist echt cool. Super. Jetzt hole ich schon mal gleich noch ein bisschen Holz. Lagerfeuer haben wir auch schon. Das geht fix. Puh. Sind wir mal weg. Genau, das waren die Pflanzen, die ich da gehört habe. Ja, die verfolgen einem jetzt schon nicht mehr lange. Schön. Ich hoffe jetzt, dass auch durch diesen Modus vom Easy, so wie ich das jetzt spiele, wieder ein paar Leute eher zu Subsistence finden. Weil ich finde es echt schade, es haben ja viele aufgegeben und in einer Verzweiflung und wie scheiße und frustriert. Und aber jetzt, so ist das natürlich echt cool. So. Jetzt können wir nämlich schon ein bisschen gucken, wo wir dann vielleicht bauen möchten. Ich hoffe, dass wir jetzt noch Metall finden. So. Die Pike. Ha. Wehe, du schaust das Let's Play nicht. So. Cool. Wir brauchen noch Metall. Und eine Location. Wo wollen wir langlaufen? Ich glaube schon so, wir werden das so machen. Wir werden das erhöht bauen. Alles auf einem Stockwerk und dafür einfach irgendwie so über einen Abhang hinaus einen Balkon. Doch, ich glaube, dass das machen wir. Ich muss jetzt hier einfach noch sammeln und sammeln. Da hinten ist eine Kiste. Da auch. Cool, zwei. Super. Aber da war auch noch was. Metall. Es muss nur noch was da in der Kiste sein. Können wir schon das... Ja. Ja, ja, ja. Nein. Hey, habt ihr das gesehen? Wir können gleich bauen. Super. Haben wir schon alles zusammen, was wir benötigen. Geht ja echt fix. Geht schon fast zu schnell, bin ich gar nicht gewohnt hier, dass wir da so schnell vorankommen. So, mal noch was trinken, sehe ich gerade. So. Wir haben ein Fundament, eine Kiste, eine Wand. Und ein Base Command Unit. Und jetzt werden wir das nächste Mal eine Location suchen, wo wir das Zeugs alles hinstellen möchten. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Gerne Kommis, alles unten rein. Und sehen wir uns das nächste Mal bei Subsistence. Tschüss!